Leute, hier ist wieder eure Skyderissa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part sind wir hier im geweihten Land angekommen. Wir haben eine Löwin getroffen und die hat uns einfach mal soeben gebeten, ihren König zu entthronen. Und ja, also wir wollen uns jetzt nicht in die, Angelegenheiten anderer Welten einmischen, das ist klar. Aber wir wollen zum Königsfelsen aufbrechen. Da wollen wir jetzt auch gleich hingehen. Ich habe nur noch mal schnell geschaut, ob außer diesem Puzzleteil wirklich nichts vorhanden ist mehr, was wir noch nicht eingesammelt haben. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Und deswegen können wir auch in unserer wunderhübschen, süßen Löwenform weitergehen. Und zwar zu einer großen Ebene. Die Savanne. In der es viele Herzlose gibt, die wir besiegen können über ein Schlüsselschwert, das in unserem Maul steckt. Im Übrigen finde ich das brillant gelöst. Generell die ganze Löwenform. Ich finde das so geil gemacht. Dass Sora schneller ist und weiter springen kann, einfach weil er auf vier Pfoten unterwegs ist und so eine Sachen. Das finde ich richtig toll. Fällt mir ein, ich wollte mich hier noch ein bisschen umsehen. Wären da nicht schon wieder Schatten durch. Also hier kann man auch sehr gut leveln. Es gab hier auch mal in dieser Welt einen Level-Trick. Aber soweit ich weiß, wurde der in 2.5 umgeändert. Welcher das ist, das darauf gehe ich später nochmal ein. So. Ich sehe mich hier nochmal ein bisschen um. Dieser Wandel ist nämlich sehr groß, sehr weit und sehr leer. Aber das hat auch seine Gründe. Weil das ist jetzt gerade, im Übrigen, da ist der Königsfelsen. Das hat was damit zu tun, dass das KH2 jetzt zu dem Zeitpunkt spielt, wo Scar momentan das Königreich übernommen hat und es komplett trostlos ist und nichts blüht und deswegen ist es einfach nur eine leere Savanne halt. Mit wenig Vegetation, die Herden werden vertrieben, es wächst nicht, es regnet nicht, gar nichts. Also es ist wirklich gar nichts hier. Na gut, Moment. Ich höre Herzlose, die müssen wir erledigen. So, damit wir uns auch mit der Löwenform ein bisschen besser vertraut machen können. So. Perfekt. Einmal noch heilen. Ach, im Übrigen, ich könnte ja mal die Shortcuts ein bisschen umstellen. Einmal Magnet und dann einmal noch Reflekt, weil ich möchte Magnet ein bisschen öfter benutzen. Später. Und dann habe ich Reflekt auch auf einer anderen Taste und kann das vielleicht auch öfter benutzen. Weil ich es dann statt Blitz spammen kann. So, und jetzt sind wir am Königsfelsen angekommen, wo die ganzen Löwinnen schlafen. Was niedlich ist. Und wen hat denn da unsere Löwenfreundin bei sich? That's him. What? Oh, die gucken alle zu. Jetzt flüstert er ihr was zu und das schien sehr enttäuschend zu sein. I told Rafiki you might be able to help us force Scar and the hyenas out of the Pride Lands, but he says it won't work. Oh. You see, whoever saves the Pride Lands will be our next king, and he has to have the right qualities. Oh. Meaning. Well, I think she means you're not cut out for the job, Sora. Oh. Armer Diss für Sora. No, it's okay. You better go before Scar finds out you're here. I'm really sorry. Naja, wir wollten uns eh nur ein bisschen umsehen, von daher ist es nicht so schlimm. Man verirrt sich leicht in den Weiten der Savanne. Haltet auch schon nach charakteristischen Dingen. Etwa die Knochen beim Elefantenfriedhof oder der zerklüftete Fels hier.
Ja, das ist eine gute Idee. So, wir sehen uns noch mal ein bisschen hier um. Und das ist die Höhle des Königs, der einst eine lange Linie von Königen herrschte. Jetzt gibt es nur noch die Seuchen, die diesem Anspruch nicht gerecht werden. Ja, das stimmt. Scar ist grausam und brutal. Ihr tätet gut daran, euch von ihm fernzuhalten. Ja, aber ich möchte mich halt mal ein bisschen... Wow, shit, ich bin runtergefallen. Ja, ich wollte mich nach Truhen umsehen. Hier ist nämlich zum Beispiel eine große. Mit der Karte des Königsfelsens. Und das ist wichtig, dass wir die haben. Und das alles. So. Da kommen wir, glaube ich, auch noch nicht ran. Aber hier kommen wir noch an eine Kiste. Im Übrigen, das Kistendesign hier im geweihten Land finde ich auch absolut spektakulär. Wie so vieles. Also man merkt wirklich, ich mag das geweihte Land sehr. So. Verdammt. Ja, wäre ich mal rechtzeitig gesprungen. Na gut, nochmal hochklettern, nochmal versuchen. Ich will nämlich versuchen, an das Puzzleteil zu kommen. Wenn es allerdings nicht klappt, boah. Versuchen wir es, wenn wir Abilities haben. Ja, super. Gut, aber wir können auch nochmal in das Innere des Königsfelsens schauen. Denke ich. Ich glaube, man konnte jetzt schon rein. Ich bin mir unsicher. Wir sollten weg von hier. Ja, okay. Das ist eindeutig. Na gut, und was habt ihr uns zu sagen? Es gibt nirgends was zu jagen. Wir sollten die Gnu-Schlucht passieren. Aber das geht ja nicht. Scar würde uns niemals von hier fortlassen. Naja, ich bin ehrlich. Hier gibt's nichts zu fressen. Kein Wasser, gar nichts. Das ist hier eine große Einöde. Und das ist schlecht. Ja, ja. Scar würde euch nicht fortlassen. Ja, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Seit Scar König geworden ist, verfällt hier alles zusehends. Was sollen wir tun, wenn die Hyänen alle unsere Beute auffressen? Na, das ist tatsächlich eine Frage. Was hast du dazu zu sagen? Ja, okay. Gut. Danke für die Hilfe. Allerdings können wir hier rein. Wir können in die Höhle des Weisen, aber nicht in die Höhle des Königs. Da können wir erst später rein. Und dann... Ah, hier ist diese charakteristische Zeichnung. Du siehst das Bild eines Löwen. Ja. Und wir haben hier außerdem noch einen Speicherpunkt, der sehr wichtig ist, weil man sich halt von hier aus wunderbar zurechtfindet. Na gut, verlassen wir erstmal wieder den Königsfelsen und sehen mal, was es weiteres hier gibt. Oh je, die Hyänen. Nicht gut. Ja, Ed, wir wissen's. Und look at that, here comes Scar, the king. Und noch wer anders? And Pete. Oh. Ja, Carlo kommt wirklich sehr gut zurecht als Löwe. What are you doing here? Oh, the cute little kitty's worried about me. If I were you, I'd be more worried about my friends. Oh. Go on, ladies. You've got some hunting to do. The herds have moved on, Scar. We can't hunt in a land with no prey. No prey? Then what do you call this? We're not prey. Oh, nice and fresh, too. Well, they're all yours, Scar. Nicht gut. Oh. Run! Sehr gut gemacht. Danke für die Hilfe. Los, Goofy. Hey, für eine Schildkröte bist du aber sehr schnell. Follow me. Sehr gut. Wir haben es geschafft zu entkommen. Vor Scar. Im Übrigen auch ein sehr guter Disney-Villain, wie ich finde. Es tut mir leid, dass ich euch damit hineingezogen habe. Keine große Sache.
Es ist nicht deine Schuld. Achso. Es ist nicht deine Schuld. Sora wäre kein guter König. Na, versuchen musste ich es zumindest, was? Du wolltest also wirklich König werden? Ein bisschen vielleicht. Du, Nala, ist da denn sonst niemand, der König werden könnte? Es gab da jemanden, aber er starb, als er noch ein Junge war. Er war der Sohn unseres letzten Königs, Mufasa. Wenn Simba doch jetzt nur hier wäre. Simba? Aber Simba geht's gut. Ja, stimmt, wir kennen ja Simba. Er hat erst noch vor einem Jahr an unserer Seite gekämpft. Du meinst, Simba ist am Leben? Aber wo ist er? Das weiß ich nicht. Dennoch, Simba lebt. Ich kann es kaum glauben. Bitte, erzählt mir mehr über ihn. Natürlich. Aber zuerst sollten wir uns von Scar entfernen. Gehen wir durch die Gnu-Schlucht. Dorthin wird er uns nicht folgen. Ja, also wir müssen geradeaus. Hier müsste die Gnu-Schlucht sein. Wie gesagt, die Savanne hier ist sehr, sehr groß und leer. Das ist aber absichtlich und passt perfekt zum Setting der Welt. Weil letzten Endes das geweihte Land ist ja zurzeit öde, trist und leer. Dementsprechend sieht es dann auch aus. So, noch ein paar Herzlose. Und ja, ich habe es vorher nicht gesagt, aber die Löwin, die uns geholfen hat, ist natürlich Nala. Ja, ist klar. Haut mich doch weiter, ihr blöden Herzlosen. Ich muss sagen, Donald und Goofy können das mittlerweile besser als ich. Na gut. Das soll uns aber nicht aufhalten. Wir gehen weiter, während unsere MP wieder aufladen und wir alle geheilt haben. Hinter die Gnu-Schlucht. Oder eher in die Gnu-Schlucht. Wow, das sieht ja hingegen sehr anders aus. Grün, hey, und saftig. Why the long face, Simba? You gotta lighten up and live a little. Yeah. What were you thinking about? Let me guess. The past, right? Hakuna Matata! Oh, da ist jemand sehr traurig und leicht depressiv. Why, when I rescued the little guy, he was only this big. Och, wie süß. Wunderbar gemacht. Wirklich. Schön in Szene gesetzt. Vor allen Dingen, weil man sehr viel aus dem Film übernommen hat. Das sieht man auch. Und das ist toll. Wow. Ja, und jetzt darüber springen. What's wrong? We're never gonna make it. I guess Rafiki was right. What? Never mind, it's not important. Here, I'll show you how. You can do it. So, wir schaffen das. Ja, wir haben es hingekriegt, ohne Probleme. Wobei Donald uns auch hätte tragen können. Vielleicht, wenn er das hingekriegt hätte mit seinen dünnen Flügelchen. Na gut, Sora hat die Ability Sport gelernt. Die wird wichtiger. Und die werden wir uns auch gleich ansehen. Innerhalb der Gnu-Schlucht. Ach nee, Moment, Sport hier. Halte Viereck gedrückt, um dich schneller fortzubewegen. Das heißt, wir sind jetzt schon verdammt schnell und jetzt sind wir noch schneller. Noch um einiges schneller. Bin ich zu blöd, ein Puzzleteil einzusammeln? Gut, oh, das hätten wir geschafft. Aber die Sport-Ability wird noch wichtiger hier in der Welt. Später. Noch nicht jetzt. So.
So, dann sehen wir uns hier nochmal ein bisschen um, sammeln ein paar Truhen, vielleicht finden wir noch das ein oder andere Puzzleteil und noch ein paar Erfahrungspunkte auf dem Weg, sofern wir nicht getroffen werden von allem und jedem. So, hier nochmal ein Puzzleteil. So, wir haben noch einen Hartstein bekommen. Sehr schön. Noch ein paar Lurchis kloppen. So, und jetzt. Also man ist wirklich sehr, sehr schnell in der Löwenform. Besonders mit Sport. Oh, muss man sich echt erst reinfinden. Und ey, ein Abilitamin. Sehr schön. Noch ein Taler. Hier ist noch eine Truhe. Mithrilstein. Sehr gut. Können wir gebrauchen. Luzidstein. Gut, ich denke, damit haben wir die Gnuschlucht abgehakt und können weitergehen. Da sind ein paar Sachen aufgewirbelt. Und die fliegen gleich in Richtung von Rafiki. Der schnüffelt dran und merkt etwas. Jetzt benimmt er sich, als wenn er von einer Hummel gestochen wurde. Das sieht sich böse gemeint. Ja, er hat was gemerkt. Einfach nur von ein bisschen Wind und ein paar Sachen, die im Wind liegen. Man sieht den Löwen und der Löwe ist auf einmal groß. Er hat eine Mähne. Rafiki hat gemerkt. Moment. We were told that Simba died alongside him. Who told you that? Scar. Aha. Und oh, wir haben Besuch. It is time. It must be Simba. Sora, hurry. Wait up. Sehr mysteriös. Also im Klartext, Rafiki hat festgestellt, Simba lebt, ist uns hinterher und hat gemeint, es ist Zeit, sucht ihn. Was auch genau richtig ist, weil wir müssen Simba finden. So, Moment. Erstmal den Dinos hier ausweichen. Wir sind jetzt hier im Übrigen im Ödland, also weiter weg vom Königsfelsen als vorher. Alter, ich bin zu blöd zum Springen in der Form. So, hier brauchen wir wieder das Rodeo, wenn wir es hinkriegen würden. Was wir nicht tun. Na gut, Zeit für Magnet. Einfach eine epische Magie. So, sehr gut. Und ein Elixier haben wir auch noch gekriegt. Super gemacht. Gut, dann sehen wir uns noch ein wenig hier im Ödland um. Hier ist noch eine Truhe. So, rennen wir den Herzlosen erstmal davon. Nee, hier ist nichts. Gut. Dann nochmal ein Magnet. Ach, verdammt, die Herzen sind ja schon alle weg. Na gut, dann MP-Aufladung wieder machen. Für den Fall der Fälle. So, jetzt kommen wir hierher. Da vorne müsste dann gleich ein Puzzleteil wiederkommen. Aber zuerst Herzlose. Und sehr viele davon. Also man findet hier wirklich sehr, 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 sehr viele Herzlose. Das liegt aber auch daran, dass die Welt sehr groß ist. Und das wiederum ist einfach nur, um wirklich zu zeigen, wie verfallen das geweihte Land eigentlich ist und wie weitläufig es ist.
So, wieder herzlos. So, erstmal die Truhe öffnen und Rodeo. Und jetzt Schädelspalter. Buh. So, als nächstes Magnet. Sehr gut. Hier nochmal. So. Wunderbar. Dann jetzt noch einmal die Truhe öffnen mit einem Mithril-Tropfen da drin. Und dann mache ich nochmal eine Heilung, damit die MP sich regenerieren. Und wir erreichen einen neuen Abschnitt. Und wir sehen es schon. Es wird grüner. Denn wir befinden uns jetzt in einem Dschungel. Sehr weit weg vom geweihten Land. Und zwar sehr, sehr weit weg vom geweihten Land. Das ist auch nur gut. So, wenn wir hier besser springen können, dann kriegt man das Puzzleteil auch. So, sehr schön. Okay, ich habe eine bessere Idee, wie man da rankommt, aber das mache ich nach dem Kampf. So. Ach, komm her, Lurchi. So, tschüssi. Hier haben wir noch einen Mithril-Tropfen. Gut, wir haben noch das Morgengrauen-Teil bekommen. Und hier oben geht es weiter. Sehr schön. Die Frage ist bloß, wo wir dieses Mal rauskommen. Ah, eine Cutscene. Oder auch nicht. Denn wir haben Simba gefunden. Allerdings ist er umzingelt von verschiedenen Herzlosen. Allerdings, ja, Simba braucht nur brüllen und die verschwinden alle. Simba! It's me, Sora. Donald and Goofy are here too. Ah, Simba muss erstmal nachgucken. Sora, Donald, ja, er erkennt sie. Erstmal schmusen. What happened to you? Oh. Help, Simba! Help! She's gonna eat us! Timon! Pumbaa! Something must have happened in the jungle. I have to go help my friends. Okay, we'll back you up. Tja, gerade erst getroffen und schon müssen wir wieder weiter. Allerdings können wir uns dabei noch getrost Zeit lassen und erstmal die Truhe holen und alles andere, was man hier so findet. Denn die Oase ist groß und weit und hier ist auch ein Speicherpunkt. Und hier gibt es auch sehr viele große. Hier gibt es auch eine andere große Truhe und das ist auch gut. Vor allen Dingen, weil man hier endlich mal wieder eine verlorene Seite findet. So, Moment. Ah, verflixt. So. Na. Habe ich schlecht gemacht. Ja, an die kommt man noch nicht ran. Da braucht man diesmal wirklich eine Ability, glaube ich. Und hier haben wir auch noch einen Mogri-Shop. Das bedeutet, hier ist sozusagen ein etwas größerer Platz. Ich würde allerdings sagen, in dieser wunderschönen Szenerie möchte ich den Part auch liebend gerne beenden. Ich meine, seht euch das nur an. Wow. Einfach nur fantastisch, oder? Na gut, ich würde dann sagen, ich beende hier wirklich den Part. Im nächsten Part jagen wir dann Simba hinterher, retten Timon und Pumba.
Und von da an geht es dann weiter. Nur wie es weitergeht, das seht ihr dann wirklich im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Bye, bye.